Ja, liebe Freunde, und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Sorry, dass in letzter Zeit wieder so wenig Videos kommen. Das ist bei mir natürlich immer sehr abhängig davon, was hier gerade angesagt ist, beziehungsweise wie ich Zeit habe und so weiter. Und ich bin halt super aktiv am Livestream die letzte Zeit, habe aber halt kaum irgendwie Video-Content produziert. Und dieses hier ist auch aus einem Livestream, aber ich habe mir gedacht, kann man eigentlich ganz gut in ein Video reinpacken. Denn ich hatte heute die Möglichkeit, GTFO zu zocken. So, das ist ein Zombie-Metzel-Koop-Game, kann man sagen. Also ich meine, nicht Zombie, sondern eher so ein Monster-Metzel-Koop-Game. Und man ist quasi so im Dunkeln und sneakt da so ein bisschen durch die Gänge und hat überall so komische Viecher, die einen angreifen und anspringen und irgendwie, ja, sonst wie kaputt machen wollen. Und man selber ist mit super wenig Munition bewaffnet und hat so ein paar Waffen allerdings, die absolut futuristisch aussehen. Also ziemlich geiles Game. Ihr seht das hier im Hintergrund auch gerade. Das ist so ein bisschen, ich habe den Trailer hier mal reingehauen. Das ist einfach ein sehr geiles Game und ich habe das schon länger auf der Wunschliste gehabt und jetzt hatte ich halt die Möglichkeit, diese Closed Beta zu spielen, die leider nur 24 Stunden ging. Sonst hätte ich euch auch ein Ankündigungsvideo gemacht und hätte da regelmäßige Streams rausgehauen. So war es in relativ spontaner, anderthalbstündiger Stream, wo wir erstmal uns mit den Gameplay-Mechaniken soweit zurechtfinden mussten und anschließend dann halt gesagt haben, okay, jetzt sind wir ein bisschen fit, jetzt versuchen wir mal ein bisschen länger zu überleben und haben dann auch eine ganz stabile Runde gemacht, wo wir zwar am Ende dann auch einen Fehler gemacht haben und deswegen verreckt sind, aber grundsätzlich war das schon eine ganz geile Runde und die Runde wollte ich euch einfach mal reinpacken. Gleichzeitig ist in dem, ihr wisst ja schon länger, also die viele Leute auf Twitch wissen das, ich habe ja seit etwa einem Monat oder seit 2 Monaten jetzt eine Facecam, das heißt, ihr seht dann auch quasi, wie ich aussehe. Das seht ihr jetzt zwangsläufig auch in diesem YouTube-Video. Ich hoffe, da ist dieses Erschreckungspotenzial nicht allzu hoch, dass ihr euch nicht mehr Angst vor meinem Facecam als vor den Monstern habt. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mich so lange gewöhnt, auf Twitch so mit Cam zu streamen und deswegen wird mich auch nicht stören, wenn das jetzt auf YouTube ist. Ich hoffe, euch stört es auch nicht und ich wünsche euch sehr viel Spaß mit dem Video. Wie gesagt, ist aus dem Livestream, das war zusammen mit einem Kollegen, dem Stefan, mit dem Xell, den Sven, den kennt ihr wahrscheinlich auch und der SWAT, der war auch dabei, der hat damals in super vielen Daisy-Videos mit mir immer mitgemacht und so weiter. Also, freut euch auf jeden Fall auf dieses Video und lasst gerne ein Däumchen und so weiter da und Kommentare, ob euch das gefällt. Ich denke mal, das Spiel werde ich mir zum Release mit Sicherheit holen. Hat mir eine Menge Fun gemacht und ja, bis dann. Euer Dark Resistance. Viel Spaß mit dem Video. Ciao, ciao. Verschiedene Ansatzwege, wie wir das Ganze hier angehen. Also, für die erste Tür, die Sentries standen eigentlich gar nicht schlecht. Das wäre echt gut, ja, schön. Aber der rechte war gerade, glaube ich, der rechte Sentry war gerade irgendwie sinnfrei, weil alles von links kam. Ja, aber es ist ja random, ne? Ja. Das ist halt, ja. Okay, alle brav, leise reingehen. Und erstmal wegen Kisten wieder gucken, ne? Ja. Fischer Mod. Lauf. Sieht so schön aus. Macht Spaß. Stirbst doch endlich. Wow. Oh, der ist Akku geworden. Wird die Zunge rausgestreckt. Oh Gott, das wieder. Wer hat den Akku geholt? Ich auch nicht, irgendwer hat die. Oben einer, der von uns schießt. Gut, kein Damage bekommen. Wo ist denn hier oben? Ist der noch da? Ja, irgendwer hat sie getriggert, von euch. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht, weil. Schau auf einfach alle an, ey. Ja! Ja. Ich war gerade dabei, eine Kiste zu öffnen und auf einmal kommen da zwei. Also, du bist zack, Video geht wieder vor, markieren. Jemand was wo? Ja, hier ist markiert, Leute. Wo? Ja, siehst du doch, einfach hinterher. Runter. Hinten, wo das Heavy Sentry ist. Ach, hinten in der Ecke. Ein paar guten Backup hier. Der erste ist durch. Ist der nächste? Ach, hier direkt daneben. Hier, die sind gleich alle hier daneben. Ist noch einer hier oben. Gut. Ist offen, Tür. Kommt hoch. Auf dem Weg. Noch 23 HP. Ja, da kommt noch.
Habt ihr wieder die Keycard eigentlich bekommen, oder? Ja, wir müssen jetzt mal erstmal da rein. Ja, gehen wir jetzt erstmal hier rein, ne? Wir sollten... Ja, es wäre schön, wenn welche die Leute die hacken. Aber... Noch 8 HP. Daniel, ein Dings ist eine Ding, ein Medipack. Wo ist ein Medipack? Hier ist ein Medipack drin. In den großen Kisten, in den großen Schrank? Achso. Hier, wo ich stehe. Ja, ich sehe, E, ne? Habt ihr gesehen? Ja. Na gut, jetzt habe ich wenigstens wieder 40. Ah, man kann es mehrmals benutzen, okay. Ja, ach, das steht dann da. Ah, nice, hab wieder 80, alles klar, cool, danke. Ich habe auch so eine Ammo-Kiste eingesammelt aus der einen Kiste, aber so anscheinend eine, die ich entweder selbst benutzen kann oder jemand anderen, keine Ahnung. Ammo-Kiste? Ja, so oder eine. Warte mal, ja, sah anders aus als das blaue Ding, was ich eben hatte. Ich weiß nicht, was ich da eingesammelt habe. Nein, ich hab's aber irgendwie nicht. Entweder habe ich das einfach eingesammelt und hab damit meine Ammo wahrscheinlich refreshed, die ich nicht verbraucht habe, oder. Obwohl, das, ich habe schon Ammo verbraucht. Ich habe wieder so ein Resource. Aber die habe ich nicht dazu bekommen, keine Ahnung. Also ich habe Gefühl, habe ich kaum Ammo bekommen, also keine Ahnung, was das war. Sah aus wie eine Ammo-Kiste, aber war es anscheinend irgendwie nicht. Genau. Habt ihr jetzt hier schon mal abgecheckt, ob hier noch irgendwas ist in dem Raum oder habt ihr alles abgecheckt hier? Also die ID habe ich gefunden, ja, alle Türen sind offen, alle Lootboxen. Also bist du schon wieder vorgelaufen, okay, gut zu wissen dann. Bin ich nicht vorgelaufen, ich hab da gelootet. Hier drüben wäre auch noch eine Tür, die wir öffnen können. Ich bin nicht vorgelaufen, ich hab da gelootet, ich bin nur ganz bis zum Ende des Raumes gelaufen, ich bin aber nicht vorgelaufen. Ja, weil da ist sonst nichts, da waren wir eben auch schon. Hier ist eine Tür, da habt ihr die Tür gesehen, das hier ein Open Door und so? Am Ende? Da hast du eben gesagt, da soll man nicht langlaufen, weil wir erstmal die eine Ja, das hat das lol. Aber das haben wir ja eben, da wusste ich ja noch nicht, dass da ein scheiß Boss in dem scheiß Raum ist. Deswegen habe ich gesagt, lass uns erstmal dann, denn, ja, dann kommt dann scheiß auf den Boss. Oder? dann gehen wir da erstmal öffnen, okay. Ja, keine Ahnung, ey. Hier ist auch noch eine Tür unten. Hier sind zwei Türen sind da, ja. Ja, welche nehmen wir denn? Die unten, die kleine, unsichtbare, die so aussieht, als ob sie da... Mach unten auf einfach. Okay, auf. Okay, da oben steht auf jeden Fall ein Dickerchen, der uns gehört, gesehen, was auch immer. Erstmal nur Knüppel, Leute, nicht Waffe. Ja. Nicht sprinten, ne? Ne, genau, nicht sprinten. Wenn ihr ein Healpack findet, dann... Ja. Erstmal den Raum klären. Irgendwo ist was? Also, hier, okay. Hier sind zwei in der Ecke hinten. Oh, hier ist... Der glüht irgendwie. Ich glaube, er lebt immer noch. Wenn es blutet, kann man es töten, also alles cool. Ding hat einen Rücken sogar. Yo, wow, Sword macht doch nicht direkt irgendwelche scheiß Türen auf, bist du irre? Er macht ja einfach random eine Tür auf, Alter. Ja, das ist die andere Tür, die geht dieselbe. Okay. Aber er weiß ja, ohne zu fragen, einfach nur. Drück ihm auf Knopf, alles cool, kriegt ihn nicht mit, alles gut. Und dann steht. Wäre so lustig, wenn so eine ganze Horde vor ihm stehen würde. So, Hilfe! Schau mal hier. Gut, hier geht's nie weiter. Hör auf, irgendwelche Knöpfe zu drücken. Aber hier ist eine große Tür, die kann man drücken. Lass mal gucken, ob hier Boxen sind. Ich brauche nämlich langsam auch mal hier. Hier oben ist so eine Kiste, ein Locker. Ach, den muss man hacken irgendwie. Was ja, feierst du irgendwas? Okay, keine Ahnung. Musst in den orangen Bereich reinklicken. Okay, I see. Ja, ich hab's gesnackt. Was ist das? Oh, für die andere Tür wieder. In den anderen Raum. Ja, wollen wir denn jetzt nochmal zu der anderen Tür hin? Weil Türen klingen für mich immer irgendwie tatsächlich wie etwas, wo irgendwas Cooles sein könnte und nicht, wo es weitergeht, oder? Was ist das denn da hinten? Beim roten, war mal. Ja, was wir jetzt gerade gefunden haben. Geh mal dahin, Xell sagt. Ach, da ist. Einfach alle Xell hinterher. Das war der Clusterfuck-Raum hier. Jetzt haben wir ja noch unsere Sentries und noch genug Ammo und so. Ich sag aufpassen, ne? Ich baue erstmal eine Backup-Sentry. Also hast du schon, okay. Dann baue ich meine direkt rein. Dann werden wir aufgemacht haben. Ich habe noch 167 Schuss jetzt hierfür. Also das Chef noch bereit? Ja. Mach das. Die kann jeder machen. Alle hier rein. Haut ihn mal kaputt, ne? Also, der ist schon tot. Okay. Pack die Sentry hier so hin. Ah, ihr habt da vorne schon. Okay. Holy shit, man. Der kann hier, glaube ich, nicht hoch, oder? Ich hoffe es einfach mal. Der große.
Ja. Weil den Großen nicht dass der Große nicht aggro wird. Ja, oder dass er aggro wird und dann die ganzen Sentries sich drum kümmern und wieder ja, einfach warten, bis sie hochkommen. Dann kommen auch die ganzen Kleinen dazu. Ja. Boah, ich sehe ja gar nichts, es ist so nebelig. Okay. Boah, Alter, ist es übel. Mach mal Licht aus, bitte. Ja, Licht ausmachen, dann sieht man doch was. So. Ja, auch also, wenn wir irgendwie die ganze Horde kommt zurück, rennt zu unserer Sentry-Backup-Stellung, Leute, ne? Boah, nehme. Ich sehe gar nichts, ey. Okay, und mit ohne Knüppel, genau, nicht schießen. Boah, ist das sneaky, Alter. Boah, da unten ist es echt böse, da unten geh ich nicht rein. Alter, das sieht gar nichts. Mega sick aus, ey. Okay, das Fähre. Hast du das Akku gemacht? Oh, oh. Ja. Das ist ein Großer. Ja, yep, und er ist RIP. Zurück. Oh. Backup, Leute, zurück. Ja, ja. Zurück. Also, wirklich hier runter. Hier. Jetzt kommt der Nächste. Oh, Leute, komm. Zurück. Hey, ja, Kleinvieh kommt. Ja, kommt erstmal in die Base, Leute, kommt in die Base. Ab in die Base. Und alle Backup-Stellung. Kommt nach oben, kommt von da oben, kommt hier hoch und schießt von da. Die, Jo, komm. Erster große ist down, zweite. Nee, der lebt noch. Jetzt ist er down. Nee, der lebt noch. Jetzt ist er down. Da schießt denn die eine Zent wieder, die schießt da ganz hart auf die Bombe. Ja, oben. Die schießt oben auf den dicken. Auf den großen, okay. Oh, Zelt ist down. Ober ist down, ja. Ich geb mir gerade Backup, ich halt. Ach, die kann schon. Okay, sieht clear aus. Hast du irgendeine Zeit, die bei dir abläuft, Spot? Nein. Okay, alles klar. Okay, lass mich Sentry erstmal mal stehen, ne, für Backup. Wie viel Muni hat die noch? Lass sie doch stehen erstmal. 79, die hat nichts mehr. Die kannst du abbauen, die hier steht, die ist leer. Wer auch immer die hier an der Treppe hingestellt hat, wahrscheinlich Spot. Das ist meine. Ah, okay. Komm mal erstmal hinter. Man hat auch noch 8 Schuss. Wir hätten noch 79 oder sowas. Allerdings, weil ich sie auch gefüllt hatte. Geöffnet. Oh oh. Wow. Oh, großer. Alter, was kommt da raus? Was kam da raus? Ein großer. Großer, okay. Ja, ich sehe ihn. Er kommt jetzt. Er stand halt direkt hinter der Tür. Wow. Der ist in der Hit. Guck, dass du nicht in der Sentry stehst. Holy shit, bist du gerade verreckt, Sel? Ja. Jo, der macht halt Damage. Gib dich auf. Streut dir übel Recall, lieber. Amon? Down, ja. Hat er noch über Sentry Ammo? Nope. Na, gar nicht. Negativ. Nehmen sie mal mit. Wie viel hast du noch? Na, so, was ist das auch hier? Leer, ist auch leer, dann nimmst du mit, dann bringst du eh nichts mehr. Warte, ob das wieder. Nimm eure Sentry auch mit, die hier leer ist, die zweite. Xelda, wer wissen, das war. Ist ja eh leer. Ja, ich nehme meine dann. Das sind noch Geräusche. Irgendwo ein Vieh oder ist das einfach nur Hintergrundsound? Keine Ahnung. Also die Atmosphäre von dem Game ist der mega krasse Shit, Alter. Nee, bei mir ist noch ein großer. Ich hab keine Ahnung, kaum noch Ammo, glaube ich. Hier. 25 Schuss, ein Mac noch. Und noch einer, scheiße. Jo, das wird jetzt hinter dir. Zwei große. Ich hab keine Sentry mehr, Leute. Das wird übel. Schnell hin. Komm hier hoch und stell sie hier hoch. Zweite kommen von links. Wow. Da sind keine Ammo mehr. War beide down, oder? Ja. Okay, nice. Yep, beide down. Macht gut Damage auf Klos. Ich habe auch mein eines Mac in den einen rein, in den rechten reingeballert, so deswegen. Der findet's, glaube ich, ganz gut. Hier ein. Oh, Ammo. Ich brauch dringend gar nichts mehr.
Okay, ich bin wieder dabei, Leute. Ich bin wieder Lock and Load hier. Schau mal hier. Hast du beide eingesetzt? Ja, ich habe beide eingesetzt. Schon wieder eine große Tür hier unten. Also jetzt hat mir jetzt gerade, ja, das eine Ding ist, die SMG ist wieder voll und die andere hat halb Ammo. Ja, bitte was? Dein Sentry, komm mal her. Ja, wo bist du? Ja, genau. Ja. Kannst du? So? Wo soll ich den stellen? Du müsste voll sein. Ja, okay. 84, ja, okay, weil auch immer Sommer voll ist bei dem Ding, aber 84 ist auf jeden Fall schon mal voller als vorher. 84 ist mehr als 0 auf jeden Fall. Ist richtig. Und wie gesagt, hier ganz unten bei mir war jetzt auch gerade noch eine große Tür mit Scan wieder. Okay, boah, das Game macht so Bock, ne, ohne Witz. Am Anfang dachte ich noch so, ja, okay, ist ganz lustig so, aber jetzt alt. Haben wir noch Türen, die wir, was ist? Welche hier unten die? Natürlich kann man die öffnen, aber das ist halt wieder Scan. Ja. Da müsste Tim mal herkommen. Ich bin bei euch. Aber auch alle Türen, die wir jetzt scannen müssen. Wollen wir irgendwie Sentry vorher? Ja, live, wollen wir Sentry vorher? Ja, komm, alle hier rein. Kreis. Ihr Irren. Und wieder 40 Gegner und wir haben nicht eine Sentry aufgebaut und werden völlig überrannt. Wenn wir so oder so spät sind, langsam. Ja. Ich hab eben bloß noch 20% Leben, also von daher. Oh. Dann halte ich mich so zurück. Oh, yo, Ja. Hallo? Jo. Töten. Von hinten, glaube ich, auch. Alter. Oh Gott, irgendwas hat mir richtig Damage gemacht, ich bin halb tot. Ah, noch ein großer. Kopf ist weg vom großen. Komm, noch Muni. Oh, das ist ganz klein. Ich seh nix. Ja, ich bin down. Rutsch dich, holen. Oh Gott, ich hab da 8 AP. Oh Gott. Ich sehe sie halt auch nicht, das ist so scheiße neblig. Ich dachte vielleicht ohne Licht ist sie besser, aber ich sehe sie einfach so oder so nicht. Ja. Er ist tot. Okay, ist ruhiger geworden, 14 HP wieder. Man heilt sich selbst, okay, man heilt sich automatisch irgendwie bis auf 20 HP anscheinend oder so, keine Ahnung. Ich heile mich auf jeden Fall gerade. Okay. Ja, bis auf 20 HP, ich weiß nicht warum. Ich bräuchte dann auf jeden Fall ganz dringend Munition. Ja, nicht nur du. Ich hab nur noch Shotgun-Munition. Ich hab gerade von der gesamten SMG-Muni in die Bosse so reingehauen. Shotgun-Munition ist eigentlich gegen die Großen gut. Ja. Die fällt für die richtig weg. War hier oben noch irgendwas oder bist du hier durch gewesen? Okay. Da hat einer geöffnet, den Schrank, ne? Der hat einer geöffnet. Ich hab keinen Schrank geöffnet. Ja. Achso, okay. Haben wir noch die Tür hier. Ich hab noch 20 AP und hab jetzt noch, ja, so ein bedingt Ammo, nicht mehr viel. Ja, ich hab oben bloß noch für die kleine Shotgun. Ja, guck mal, gucken wir, dass wir kein Geräusch machen. Ja, erstmal wieder Hammer nehmen, Leute, Hammer. Taschenlampe, ich weiß nicht, ob die Taschenlampe sehen, so, keine Ahnung. Mach lieber aus. Klingt aber nichts, ich sehe halt. Oh, oh, groß. Oh, yo. Ja, das ist jetzt gesehen. Zurück, Leute. Oh, das ist noch ein großer. Komm zurück. Da. Ja, Leute. Noch da. Alle bitte dann. Oh, da kommt ganz am Hof. Der große kommt, aber der ist schwer angehittet. Achtung, der schlägt. Oh, Scheiße, mich voll weggehauen. Kannst du mich reviven? Kannst du direkt neben mich? Ja, ich versuch's. Okay. Der große kommt. Der dürfte nicht mehr viel haben. Du musst gleich umkippen, der große. Da kommt noch ein großer. Ja. Ich sehe das schon. Der ist noch voll. Okay, nice. Meine Sentry ist schon wieder leer. Du hast so wenig Ammo hier, ne? Ach, nee, Quatsch. Ah, ja, das hättest du vorher machen sollen, Alter. Schön. Also nächstes Mal wieder Tür zu machen. Das wäre so geil, wenn der große Kopf von dem Ding steht so. Und dann ist mal Knopf drückt, Alter. Tschüss. Ja. Gut, hier oben ist dann noch eine Tür, eine große, wo wir raus können. So, jetzt habe ich auch keine Ammo mehr. 16 Schuss noch genau. Das ist. Und meine Sentry ist auch leer, also ich habe nur noch meinen Knüppel so gesehen. Dann knüppeln wir eine Runde. Lass mal wegkeulen, die alte Sau, ey. Aber überhaupt irgendwer eine Sentry? Nein. Knüppel die Hand erstmal. Boah, ist das hell hier drin. Das ist so ungewohnt. So großer? So unneblich. Ja, großer? Kopf abschießen auf jeden Fall. Wo ist der große? Rechte Seite. Mal, dann auf jeden Fall Kopf abschießen. Direkt, ach, da ist er, okay, haben gesehen. Hinten ist noch einer. Warte mal. Der schleicht erstmal, triggert den erstmal nicht. Ja genau, Power ist mit Wien voll, genau, das ist gut.
Weiß nicht, ob geduckt laufen sinnvoller ist als so normal gehen. So, ich hab jetzt mal hier die, den Ausgang so ein bisschen gemint. Oh, so kommst du, pass auf, Cedric vor dir ist irgendwo eine. Lieber geduckt laufen. Ich glaube, dass es weniger Krach macht. Ja, mach das. Oh, hier ist noch ein großer. Ja, da ist noch einer. Hab ich noch. Wo war der? Zack, zack, die Leiter hoch hier. Wo war der? War der große? Da, hier. Warte. Da, direkt vor dir, direkt vor dir. Oh, ich hab ihn gesehen, ich hab ihn gesehen. Komm, komm an der Wand lang, zack, an der Wand lang. Und dann die Leiter hoch. Oh, da sind sogar zwei große. Ja, hier unten sind vier zwei. Stück in die. Nicht genug Ammo für die Scheiße. Eine große Kiste ist dort, also so ein Schrank. Ja. Wo ist ein Schrank? Da, wo ich markiert habe. Okay, boah, da kommen wir niemals hin, oder? Vielleicht da durch den Gang durch. Fünf große in dem Raum. Links durch den Gang sneaken, zack. Links da durch den Gang. Warte, da ja, warte, ich versuche hier. Ich will hier gerade gucken. Dass oh shit, der guckt hier rüber. Oh. Ja, durch den Gang durchgehen, meine ich, wegen der Kiste. Fuck. Das geht schon, denn die so groß, die sind, haust du dir voll in den Dötz weg mit dem Ding. Passt schon. Aber ich würde ganz gerne mal durch den Gang gehen wegen der Kiste. Nee, das Blöde ist nicht, das ist in der Treppe drin. Was ist in der Treppe? Achso, dann. Ja, ist, oder? Also, nee, ist. Mal gucken, mal hoffen, was klappt. Leute, ich probier's jetzt aus. Kannst du mir die Kiste nochmal markieren? Jo, danke. Oh Gott. Hat dich gesehen, glaube ich, ja, oder? Ja, jetzt, sein Herz hat kurz gepocht, ich hab mich nicht mehr bewegt ja. Dann. Hat er ja gesagt, wenn das Herz schlägt, nicht mehr bewegen. Ja. Guck mir wie weit an. Alter, das ist so übelst. Okay, du musst. Hier ist einer. Du kannst dich bewegen, aber du musst halt, dass du dann. Okay. Du musst direkt stehen bleiben, wenn er pocht. Du musst springen, ich hoffe, es hört er nicht. Okay. Hopp, bewegen sich. Bewegen sich? Nein, dann bewegen sich nicht. Boah, da steht direkt der Dicker. Ich probier's. Locker es auf. Ganz oben, ja. Das ist ein Sentry Refill Kit. Gut. Ich komme erstmal zurück zu euch. Ja, mache gut. So, da war aber. Sonst war da nichts. Ruhe bitte, bisher Ruhe bitte. Nee. Schauen, ob er da. Müssten da eigentlich aus Sneak hier wieder rauskommen, oder? Ja. Was ist das da? War jetzt hier noch irgendwas, was irgendwie interessant ist? Treppe, oder war das? Hm? Nämlich, dass hier unten nichts ist, kann ich mir nicht vorstellen. So ein sneaky, übelster Nebelgang und hier ist einfach nichts, keine Kiste, nichts, kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Aber hier scheint der Raum nicht so groß zu sein, okay, keine Ahnung. Da läufst du dich auch total, ne? Ja, weil wenn du nichts siehst, verlässt dich sowieso. Ich weiß halt nur, wo ich hinlaufen muss. Ja. Hi. Warum ich für die Tür irgendwas bestimmt nicht? Nee, die geht einfach so auf. Ist wieder so scheiß Scan. Ja. Okay. Weil bei den Terminals kannst du so Informationen von bestimmten Items anfragen. Hm, okay. Oder wenn du zum Beispiel einen Key brauchst, sagst du jemandem im Terminal, ey, ping mal den Key sowieso und dann kannst du den auf dem Floor pingen sogar. Zack, kommst du? Ich suche mich den Ping. Ja, der ist ja schon auf dem Weg. Ja, es ist nicht so einfach, mich dich hier zurechtzufinden, ne? Hoch, ne? Ja. Hoch und hoch. Endlich wieder normale Sicht. Halbwegs normale Sicht. So, ich muss einfach mal hier sicherheitshalber mal ein paar Minen hier hinsetzen, falls wieder Viecher kommen. Unten oder was? Lieber hier oben, oder? Wenn die von oben. Die werden doch eher von oben kommen, oder? Aber wenn die von unten kommen oder so jetzt. Ja, soll ich meinen Sentry dann auch aufbauen?
Soll ich die Tür können wir auch schließen, die Türen können wir schließen, ne? Oder? Ja, die Tür wir schließen, denke ich. Ja, gut, dann schießen wir die mal schnell, wenn was kommen sollte von da. Genau. Also, ja, so. Ja, der durfte nicht kommen. Höchstens ja, komm. Dann drin. Lass mal die Sentry in der Hand. Mach die mal bitte clear den Raum, wenn da irgendwas drin ist. Ich ja, am besten von der Tür weg, falls du wieder direkt davor stehst. Ja, da ist oh. Irgendwas. Oh, das war's, ja. Ich hau mal die Sentry hin. Hätten wir auch so töten können. Ja, hätten wir so töten können. Kommt alles. Ja, dann wisst ihr, dann haben wir jetzt keine Überraschung mehr. Wow. Halt ein bisschen Abstand. Wow, Alter, so viel, ey. Ich hab kein Ammo mehr, nur noch mein Hammer. Die Sentry ballert immer noch. Oh, Dicker, komm. Ja, der Sentry ballert noch drauf. Pass auf, dass ich von dem nicht getroffen werde. Guckt, dass die Sentry das erstmal macht, bis sie leer ist. Soll die sich knochen, weil ich hatte nämlich keine Ammo mehr. Das war knapp. Heilige Scheiße. Ich werde von irgendwas getroffen. Das ja, ja. Ja, aber wir retten alle rum. Von hinten. Jetzt klappert die da hinten, zack. Nee, die sind hinten. Ah, holy shit. Scheiße. Ich hab keine Muni mehr. Ich bin auch fast down. Ich bin auch ziemlich im Arsch. Oh Gott, sind das viele. Ah, Mami! Hilfe? Leute, Hilfe? Ja, ich hab... gerade selber keine Munition. Ich hab auch 11 HP. Und ich hab die ganze scheiß Horde hinter mir. Keine Muni mehr. Boah, scheiße. Das ist der nächste down. Der nächste, oder? Ah, ja. Ich hab wieder 20 HP. Ja. Du bist der letzte. Wollt ihr mich verarschen, Alter? Ja, der große halt da oben, ne? Oder sind, ne, das sind zu viele. Alter, da kommt immer mehr. Und der große. Ah, yo. Alles klar, RIP. Direkt auf Fresse bekommen. Alter. Alter Schwede, ey. Was willst du da? Also, wir müssen. Also, meinst du, wir sollten das am Ende sneaky machen? Das waren so viele in dem Raum, ich glaube nicht, dass wir das sneaky hinbekommen hätten. So, ich habe halt Panik bekommen, ob erstmal die Sentry aufgestellt wird, auf einmal so viele Viecher da hinter der Tür standen. Ich glaube, wir. Sollten wir lieber komplett sneaky versuchen? Sollen wir einfach komplett lieber sneaky versuchen, ohne jetzt groß was zu töten? So? Ja, würde ich. Ich würde schon mal so ein bisschen sneaky versuchen. Okay, dann also, lass es. Ja, aber für mich war es das, weil ich muss mal raus. Ja, ich werde jetzt auch mal Schluss machen, weil 4:30 klingelt mein Wecker. Was? Ich glaube schon Zeit, packen wir das nicht, das ist zu heavy. Ja. Ja, schade. Ja gut. Wäre jetzt cool gewesen, aber na gut. Aber lustiges Game auf jeden Fall. Also das denke ich, das wird auf jeden Fall gekauft. Das macht, glaube ich, echt ziemlich Laune so. Also. Plus du, dass du jedes Mal halt von vorne anfängst. Ja, das ist übel. Kein Savepoint hast du so. Ja, ja, genau. Also, ist halt, ist ja, halt. Vielleicht ist das ja nur jetzt durch Beta, keine Ahnung. Wer weiß. Ja gut, das könnte sein. Hoffen wir mal, dass es dann irgendwie auch irgendwelche Zwischenspeicher gibt, wo du wieder... Ah, Leute, ach, da unten kommt noch ein Sniper, also jetzt erst unter dem Ding so, okay, alles klar, ich hätte gar nicht runtergescrollt gehabt. Jo. Na gut, Shotgun, aber der hat nur 5 Schuss mit der Sniper. Also. Ah, okay. User disconnected from your channel. Ja, ciao. Shotgun Sentry, gibt's halt auch noch, ne? Ah, okay. Wollte nur mal gucken, was hier alles ist, bevor ich das Game wieder deinstalliere. Nichts einmal reingehen, also, Settings haben wir alles gesehen. Lobby ist klar, Exit Lobby, Current Expeditions, Alt Quit. Ja, ist okay. Ah, genau, Current Expedition ist A1, da gibt's dann wahrscheinlich mehrere, die du dann später auswählen kannst. Aber momentan gibt es halt nur A1, deswegen konnte man im Hauptmenü auch nur tatsächlich A1 machen. Beta war noch für heute, ne? Hat gesagt. Bitte? Beta war noch für heute, ne? Ja, die Beta sind leider nur 24 Stunden, deswegen war das jetzt halt mehr so ein Solo-Stream jetzt hier quasi. Ja. Aber ich habe mich trotzdem gefreut, dass so viele Leute eingeschaltet haben, weil dann ganz durchweg so 5-6 Zuschauer gehabt, das war echt ganz cool.